Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die ein Zuschauer gestellt hatte, und zwar Thomas. Er hatte die Frage zwar mit Medikamenten formuliert, aber ich habe jetzt hier Lebensmittel gewählt, weil das Prinzip dahinter ist jetzt das gleiche. Wir haben hier ein Haltbarkeitsdatum und wir würden gerne farblich darauf aufmerksam gemacht werden, wann letztendlich dieses Datum erreicht wird, ne? In dem Fall. Ja, also wann, beziehungsweise auch kurz davor, wenn wir sagen würden, wir hätten so einen Zeitraum von, sagen wir mal, 2 Tage vor Ablauf, würde ich gerne irgendwie markiert, also würde ich gerne darauf aufmerksam gemacht werden, wollte ich sagen. Und das Ganze eben durch eine Farbe. Ja? Das kann man in Excel machen. Es gibt eine Formel dafür. Es gibt ja auch hier bei bedingten Formatierungen einfach Regeln. Und da gibt es ja auch schon Datum, also mit der man vielleicht auch arbeiten kann. Ich mache das allerdings lieber mit einer Formel, und zwar indem ich einfach sage oder frage in dem Fall, ob dieser Wert, in dem Fall das Datum, ist das, also ist gleich, und jetzt eben ist dieser Wert, ist der kleiner, und weil ich es dynamisch haben möchte, ich möchte also morgen, soll ja dann entsprechend morgen sein, wähle ich die Formel heute. Also heute gibt, steht auch da, gibt die fortlaufende Zahl des heutigen Datums zurück. Das heißt, heute ist der 6.8., also das heißt, heute würde jetzt den 6.8. wiedergeben. Morgen ist der 7.8., das heißt, heute würde dann entsprechend morgen natürlich den 7.8. wiedergeben. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Genau, also deshalb dynamisch, das heißt, ich frage, ob der Wert, sagen wir einfach mal, kleiner gleich heute ist. Ja? Ist das kleiner gleich heute? Und dann bekomme ich ein wahr in dem Fall und ich kann das auch mal runterziehen und sehe dann, dass entsprechend bis heute, also heute, 6.8., ist ja auch heute, ja, das Datum, zeigt er wahr an und danach zeigt er falsch an, weil eben der 7.8. nicht kleiner ist entsprechend als heute. Oder kleiner gleich. So, das ist also die Formel, die wir brauchen. Und diese Formel werden wir dann auf die Lebensmittel anwenden in dem Fall. Ja? Also ich kann die Formel jetzt wieder löschen, die brauche ich ja nicht mehr, das war nur zur Veranschaulichung. Ich kann das einfach nehmen, hier, ich nehme das Ganze mal, Steuerung C, kopiere mir das einfach mal und wähle jetzt meinen Bereich aus, das wäre jetzt in dem Fall der hier. Aber ich mach mal ein bisschen länger, weil ich will noch mal ein Beispiel machen. So mal eins mehr hier. Das ist also mein Bereich. Oder nehmen wir noch zwei. Nehmen wir zwei. So, das ist mein Bereich, den ich betrachten möchte. Und ich wähle jetzt aus bedingte Formatierung. Und ich sage jetzt neue Regel. Weil hier kann ich nämlich eine Formel angeben. Das heißt, meine eigene Formel hier erstellen. Und die habe ich ja schon erstellt. Ja? Die kann ich einfach hier rein kopieren mit Steuerung V. So, habe jetzt die Formel hier drin. Und jetzt muss ich natürlich was tun, ja, weil wenn ich jetzt nur auf OK drücke, dann passiert da gar nichts, weil ich eben kein Format festgelegt habe. Ich muss also sagen, okay, wie soll ich das denn farblich markieren oder wie soll Excel das farblich markieren? Und das kann ich einfach machen, indem ich auf Formatieren klicke hier und kann mir dann eine Farbe auswählen. Ja. Kann jetzt sagen, ich hätte das ganz gerne dunkelblau hinterlegt und als Schrift hätte ich das ganz gerne in weiß. Ja. Also vielleicht wäre rot besser in dem Fall, aber ich nehme jetzt einfach mal das. So, und klicke dann auf OK. Und nochmal auf OK und sehe dann, dass entsprechend diese Felder blau hinterlegt sind. Diese Felder auch, weil entsprechend hier kein Datum angegeben wurde. Aber ich wollte das nur zum Testen, habe ich den Bereich mitgewählt, weil wir jetzt das Ganze mal ausprobieren wollten. Also jetzt gebe ich hier mal zum Beispiel den, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Eis bei mir irgendwo in der Tiefkühltruhe gefunden, das letztendlich letztes Jahr im Dezember abgelaufen ist. Ja, also 31.12.2016, ja. Und dann bleibt das natürlich blau hinterlegt hier. Also, das nenne ich jetzt einfach mal Eis. So. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel noch was Neues. Eier, die habe ich jetzt gerade frisch gekauft. So, hier natürlich. Die habe ich, Eier, die habe ich, oder die werde ich erst kaufen, weil im Moment sind ja quasi alle vom Markt genommen, wegen dieser Vergiftungsgeschichte da. Dann sage ich mal, am 14. oder 14.08.2017 werde ich mir Eier kaufen. Und ihr seht auch schon, die Formatierung ist hier entsprechend rausgegangen, weil das Datum jetzt hier entsprechend eben nicht mehr kleiner gleich heute ist. Ja? So, das ist es im Wesentlichen, das ist die Formel. Und wenn wir das Ganze natürlich ausdehnen wollen, sagen wir mal, wir würden gerne schon früher informiert werden, weil wenn wir wissen, dass die Lebensmittel ablaufen, dann müssen wir die ja essen. Und vielleicht wollen wir die nicht heute essen, sondern erst, oder sagen wir mal, in den nächsten 2 Tagen, dann ist das auch nichts weiter, als einfach auf das heute noch entsprechende 2 drauf zu addieren. Ja? Also einfach heute plus 2 wäre das. Das heißt, wenn wir entsprechend hier wieder in unseren Bereich reingehen, das heißt, ich kann hier bedingte Formatierung, kann Regeln verwalten, falls ich die jemals ändern möchte, was ich in dem Fall tue, und sehe jetzt hier meine Regel, das ist die im Moment, klicke die mal an, kann man bedingte Formatierung, so, Regeln verwalten, nochmal, aktuelle Auswahl,
dieses Arbeitsblatt, gehe ich mal darauf, so, gehe auf Regeln bearbeiten, so, und sehe jetzt hier meine Regel und kann jetzt hier einfach ein plus 2 noch mit angeben und klicke mal auf OK, klicke übernehmen und wir sehen hier, dass eben die nächsten 2 Tage dann entsprechend auch schon markiert sind, weil, oh, ich sehe, okay, die Karotten und der Toast, die verfallen jetzt in den nächsten 2 Tagen, die muss ich also heute oder morgen, spätestens übermorgen essen. Wobei, wie gesagt, bei Lebensmitteln ist ja also nicht ganz so schlimm, das heißt, da kann man auch mal was essen, was schon darüber ist, ja, also das soll nur mal so am Rande erwähnt werden, ne? So, gut, das war's dann auch für dieses Tutorial, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, falls nicht, dann, Thomas, kannst du das natürlich gerne nochmal irgendwie in die Kommentare reinschreiben, dann, ja, werde ich das dann nochmal neu aufnehmen. Okay, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, bis zum nächsten Mal!